Servus Leitlan und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Oberkripo. Am wunderschönen guten Tag, Mensch. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben beim Dreschen und beim Ansehen von Sojabohnen und jetzt müssen wir eben den Drescher wieder auslernen. Und ja, jetzt stehe ich da andere auch fest. Ja. Da stellen wir den einmal schnell weg. Ja, ich bin ja schon weg. So, dann gehen wir den auslernen. Und dann werde ich dabei was erzählen. Und zwar, ja, das Ende von dem Obergräber-Projekt. Und zwar wird es 9 Folgen noch geben. Und dann wechseln wir auf eine andere Map, weil es macht mir einfach keinen Spaß mehr auf der Map. Aber ich werde alles überschreiben von Kontostand und so weiter. Und den und die ganzen Tiere und Fahrzeuge werde ich alles ins neue oder halt ins neue Projekt mit reinnehmen. Und ja, ich hoffe, das passt für euch so. Wenn ihr noch Vorschläge oder andere Meinung seid, schreibt das gerne in die Kommentare und dann lassen wir uns das einmal anschauen, wie das ist, und dann sehen wir eh weiter. Hast du schon? Ja, lass mal einfach. Der ist fertig. Dann können wir den dabei auf die Seiten stellen. Und wie ihr seht, so habe ich schon wieder neue Mods drin. Und zwar den Vehicle Inspector. Und dann habe ich noch das Youngtimer DLC mit drin. Ich glaube, das sind mittelgroße Traktoren. Ja. Da der schöne Fast Track 150. Gibt es übrigens im Mod Hub zum Download. Gratis. Dann da den. Und unter Keeper sind auch noch welche drin. Da der blaue. Der Lizard TA-18. Ja. Geht's eigentlich gut oder so? Ja, das machen wir dann eben schnell selber. Und dann sehen wir eigentlich weiter. Machen wir selber, weil den Helfer kann man heute wieder nichts zumuten. Das ist ein Synchrofehler. Ja, das ist ein Synchrofehler. Okay. Oder nimmt er das nicht auf? Jetzt nimmt er es. Okay. War doch kein Synchrofehler. Haben aber keinen Fehler in der Lok. Aber egal. Ja, machen wir es halt selber. Und ich hoffe, es gefällt euch die Folge wieder. Ja. Und wenn ihr noch Mod-Vorschläge habt oder jetzt nimmt das wieder nicht oder andere Wünsche oder Beschwerden, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, lass mal das und dann machen wir einfach Blut und fertig. Stellen wir das wieder auf den Hof und dann passt's. Dann sehen wir daran. Und dann schauen wir weiter. Und dann glaube ich, können wir schon ein bisschen was verkaufen gehen von denen, was wir im Lager haben. Aber zuerst schauen wir mal bei den Schweinen vorbei, ob die noch was brauchen. Er ist auch noch dabei. Naja.
Das ist wieder heiter Arbeitsdoktor. So, dann gehen wir mal zum Schneidwerkswagen. Kuppeln wir das Schneidwerk ab, stellen wir das wieder Arbeit zu uns auf den Hof. Und dann können wir waschen und weiter und so fort. Und gerade aufstellen, rundum leuchten an. Und dann passt. So, ich hoffe, das haltet. Was ist jetzt los? So, da haben wir schon. So, jetzt geht's auf zum Hof. Schauen, damit das nicht runterfällt da hinten. Nicht ausholen, weil da ist eine Kiste. Und dann schauen wir mal zu den Schweinen vorbei. Passt das wieder. Uiuiui. Das war jetzt nicht gut. Ja, es macht mal keinen Spaß da. Den stellen wir jetzt auf den Hof. Und dann schauen wir gleich bei den Beinen vorbei, was die so brauchen. Und dann gehen wir mal, schauen wir mal, ob die was brauchen und können wir gleich was mitnehmen. Jetzt mal das gleich dort rein und dann passt das. Dann das können wir dann ins Lager kippen oder verkaufen gehen. Fahren wir mal das zum Lager auffüllen und dann können wir das, wo kriegen wir den besten Gerstepreis? Oder schauen wir mal, was die Schweine nicht brauchen. Oder machen wir mal so. Ja, schauen wir halt einmal. Was brauchen wir jetzt noch? Haben wir ja noch am Feld die Sachen. Ja, das ist jetzt problematisch. Wie schaut's mit denen aus? Ja, das muss dann gedüngt werden, wenn es fertig ist.
Besotte. Gehen wir mit den 85 und wie viel braucht die? Ah, die braucht 105. Okay. Was kann die eigentlich? Die kann alles. Achso, die kann kein. Okay. Dann schauen wir gleich mal. Zwei Bohnen noch, dann schnappen wir uns schon einmal den. So, jetzt tun wir das schnell. Und dann passt das. Jetzt können wir zu machen. Dann passt das wieder. So. Dann sind wir fertig mit Düngen. Das ist dann das Feld auch. Dann fangen wir doch an. Sojabungen bringen wir dann. Ja, soll er das einmal ansehen und dann passt das. So, dann würde ich sagen, stellen wir das noch auf den Hof oder braucht der noch Dünger? Ja, ich glaube, der braucht nur Dünger. Dann düngen wir das noch schnell und dann passt's. Da noch auf und dort noch am Laufen und dann passt das. Aber dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt und keine Videos mehr verpassen wollt, dann schreibt, abonniert gerne den Kanal. Dann würde es mich riesig freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.